Sie auch im Namen meiner Kollegen ganz herzlich hier begrüßen im Frankfurter Kongresszentrum zur diesjährigen Kapitalmarktkonferenz im Jahr 2013 unter dem Titel Kapitalmärkte nach der Bundestagswahl. Wir haben uns auch gemeinsam mit der Organisation so positioniert, dass wir in den Folgejahren weiterhin für Sie ein starker und verlässlicher Partner in den Märkten sein können. Paradigmenwechsel, der Begriff sagt darüber einiges konkret aus, im Sinne von, dass wir umdenken müssen, neue Antworten finden müssen, wenn man sich eben auch die vielen Stichworte vergegenwärtigt, die unter anderem auch das Thema Regulierungsumfeld zum einen, aber auch das Niedrigzinsumfeld zum anderen zum Vorschein bringen. Man möchte wirklich den Markt hier ruhig laufen lassen, um hier jegliche Störfaktoren auszuschließen. Wenn Sie mehr Risiko gehen wollen, dann bekommen Sie auch eine attraktive Rendite. Die Nachricht ist hier, die Notenbanken lassen die Zinsen niedrig, man möchte die Investoren nicht überraschen und die Renditen werden sich langsam nach oben bewegen. Diesen Teufelskreis zwischen der Solvenz von Banken und der Solvenz von Staaten zu brechen und dahin zu kommen, dass eben nicht automatisch die fehlende Solvenz eines Staates die Banken in Probleme bringt und andersrum. Nur ich vermute, dass die Staaten sich sehr schwer tun werden, genau diese Regulierung anzugreifen, weil sie sich natürlich selbst ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie das Ganze angehen oder andersrum. An der Stelle hat man wirklich den Bock zum Gärtner gemacht. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, schreiten wir zum Finale unseres Programmes heute. Europa nach den Wahlen, das ist jetzt das Thema. Also wo stehen wir im Krisenmanagement in Europa und wo ist die Krise überhaupt? Ich denke, da ist Nachholbedarf für die neue Bundesregierung bei fundamentalen Steuerreformen. Wie ist die Aussicht, dass das gelingt? Ich bin außerordentlich skeptisch. Ich glaube, dass da nicht zustande kommt. Und deshalb wird ein Instrument kreiert, ein gigantisches Instrument, darf ich sagen, mit dem enorme Risiken letztlich in die Bilanz der Zentralbank aufgenommen werden, um einzelnen Ländern zu helfen. Und der zweite Teil des letzten Akts, da geht das Ganze mit dem Euro schlecht aus. Okay, es kommt zu Inflation, alle Befürchtungen, die Herr Stark hat und die man ja nun wirklich nicht von der Hand weisen kann, treten ein, naja, und dann kommen alle in die Hölle. Ein Ballonfahrt ist ein Krisenmanagement. Sie wissen genau, wovon Sie kommen, aber Sie haben absolut keine Idee, wo Sie gehen. Wenn Sie müssen innovativ sein, wenn Sie müssen eine Krise lösen, wenn Sie wollen Erforscher sein im Leben, Sie müssen probieren zu denken genau das Gegenteil von was Sie haben gelernt zu denken. Wenn wir so denken, wir sind nie mehr Gefangene von nur einer einzigen Richtung im Leben. Die bringt uns in die falsche Richtung. Nein, wenn wir sind bereit, das Gegenteil zu denken, wir haben plötzlich tausende Alternativmöglichkeiten, Werkzeuge, Strategien zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen ein sehr gutes Abenteuer in den Winden des Lebens. Viel Glück!